Die aktive Fanszene des FC Augsburgs rund um die Gruppierung Legio Augusta meldete sich vor kurzem über ihre offiziellen Kanäle zu Wort. Grund des Statements der Augsburger ist das am kommenden Wochenende stattfindende Bundesligaspiel bei Red Bull Leipzig. Mit deutlichen Worten entscheidet sich die Szene des FCA zu einem Boykott der Partie und ruft gleichzeitig zu einer Alternative am Wochenende auf. Zudem richteten die Jungs aus dem Im-Block noch einen Appell an alle Augsburger, die trotzdem den Auswärtsblock in der Leipziger Red Bull Arena am Samstag aufsuchen werden. Dementsprechend wollen wir das kurze, aber prägnante Statement aus Augsburg hier zitieren. Zitat: Fanszene Augsburg, Servus FCA-Fans, auch nach Jahren der Bundesliga-Zugehörigkeit des Konstrukts aus Leipzig lehnen wir dieses kategorisch ab. Den Umgang mit diesem Spiel diskutierten in der Vergangenheit eine Vielzahl an FCA-Fans. Der damals ausgehandelte Konsens hat nach wie vor Gültigkeit und soll auch in diesem Jahr umgesetzt werden. Ein Großteil der FCA-Fans bleibt dem Spiel fern. Diejenigen, die dennoch den Weg antreten, sind dazu angehalten, auf optische Stilmittel unserer Fankultur zu verzichten. Lass demnach Zaun- und Schwenkfahnen-Schals und Trikots daheim und setzt somit auf diesem Weg ein Zeichen gegen einen Fußball der Konzerne. Anstelle des Spiels in Leipzig rufen wir dazu auf, die Spiele unserer Freunde zu besuchen, Austria Lustenau gegen WSG Tirol am Sonntag um 14.30 Uhr und Eintracht Bamberg gegen die Würzburger Kickers am Samstag um 18.30 Uhr. Auf geht's Augsburg! Mit diesem Aufruf setzt die FCA-Szene ein erneutes Zeichen gegen das Produkt aus Leipzig und das, obwohl man sich bereits zig Male in den vergangenen Jahren begegnete. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.